Fängt schon an. Ja, wenigstens mal. Warte es. Warte. Freunde der Orangerie, liebe Händler und auch liebe Gäste, ist, dass wir dies Jahr das Orangenhaus, was die Alte Heine Bibliothek ist, geöffnet haben für Sie. Da gibt es dies Jahr erstmalig Kaffee und Kuchen. Wir haben auch da Aussteller, das heißt Händler, die auch was verkaufen. Weihnachtlich natürlich für Sie extra ausgesuchte Sortimente. Wir haben fünf Maler, die sich präsentieren. Wir haben ja verschiedene Ausstellungen. Also besuchen Sie auch dieses Orangenhaus. Bleiben Sie aber im Markt hier treu bei uns im Alter von 90. Nüssen, Spanferkel, Suppe, Fischbrötchen. Gerade das Trägel darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, und ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Schultern sich in diesem Jahr auch noch fast zu verdoppeln, indem man drüben im Orangenhaus eine Heine-Bibliothek das Gebäude mitnutzt. Da gehört schon was dazu und das ist auch eher mehr, dass so viele Aktive hier wirklich vor Ort helfen.
Und ich wünsche, dass vor allen Dingen diese Glocken, die da vom Himmel kommen und noch Tropfen sind, dass sie sich irgendwann wandeln werden. Am besten, sie hören auf, dann wird es richtig knacke Volli auf dem Markt. Und in diesem Sinne, danke für das Engagement und zwei wundervolle Tage hier in der Orangerie. Ja, liebe Freunde der Orangerie, sehr geehrte Gäste des Weihnachtsmarktes hier in der Orangerie, ich darf mich erstmal im Namen der Orangerie-Freunde bei Ihnen bedanken, dass Sie bei diesen widrigen Wetterverhältnissen, die alles andere als weihnachtlich sind, den Weg hier in die Orangerie gefunden haben. Und ich bin mir sicher, es werden mit Fortschreiten des Tages noch wesentlich mehr. Ich wünsche es Ihnen.